Winterliche Idylle am Hohen Gras in Kassel. Der Sessellift klackert, der Wind pfeift durch die Tannen, ein einsamer Skifahrer auf der Piste. Doch der hat es drauf. Der 66-jährige Horst Felker aus Kassel ist bei guten Bedingungen immer auf der Piste und zeigt seine Tricks. Gebrochen hat er sich bei seinen waghalsigen Figuren bisher nichts, wie er sagt. Von Kindesbeinen an ist Horst Felker leidenschaftlicher Skifahrer. Das erste Paar Skier, das noch aus Holz war, kaufte sein Vater dem damals 7-Jährigen 1954 an der Löwenburg. Von seinen Tricks will er auch in Zukunft nicht lassen. Ich fühle mich wie 35, sagt Felker. Und wie heißen die Tricks, die er im Repertoire hat? Haxenbrecher, eingekratzter Walter. Dann gibt es noch so ein paar Geschichten, die, da habe ich eigentlich noch gar keinen Namen für. Und dann eben noch Sprünge mit gespreizten Beinen. Das lässt sich hier leider nicht machen, weil hier keine riesen Buckel sind. Und dann geht es auch schon wieder ab auf die Piste.